So, werden wir jetzt in der Expedition, glaube ich, bis wir zum Lager gekommen sind, nicht so voll gequatscht, oder? Ich glaube, wir können jetzt mal ein bisschen reden, während ich mir ganz in Ruhe hier mal das Gebiet anschaue. Du kannst zu einer Expedition aufbrechen, indem du ein Ziel auf der Welt. Ja, das wurde mir gerade eben erklärt, danke. Das brauche ich jetzt nicht noch durch. Lass Okay, uns du nach dem willst mit uns Lager reden. suchen. Ich immer sage, Forschung ist fein, doch Falls erst ich hauen das wir Lager rein. Hast du zuerst einen Frischbies erreiche oder dabei? du die Orientierung verlierst, öffne die Karte oder nutze die Spähkäfer, um mich zu finden. Ja, Wenn wir du die machen das. Basis verlässt, ohne dich zu einer Quest gemeldet zu haben, begibst du dich auf eine Expedition. Du kannst so oft ohnmächtig werden, wie du willst. Nutze das, um nach Lust und Laune zu erkunden. Okay, scheinbar dürfen wir noch nicht ganz in Ruhe labern. Also, folgendes. Der Grund, warum wir jetzt überhaupt Monster Hunter spielen. Ich habe immer, wenn ich nach Monster Hunter gefragt wurde, gesagt, ist nicht meins. Und davon war ich auch zu 100% überzeugt. Und da kommen wir auch tatsächlich zu dem Punkt, den Zerre vorhin genannt hat, als es um die Waffenauswahl ging. Großschwert ist problematisch. Und da habe ich halt, ja. Meine erste und bis vor 3 Wochen einzige Erfahrung, die ich jemals mit Monster Hunter hatte, war zu Wii U-Zeiten. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute haben zu Wii U-Zeiten auch mit Monster Hunter angefangen, von den wenigen, die eine Wii U besessen haben, weil Monster Hunter Tri-Ultimate für die Wii U erschien zu einem Zeitpunkt, wo die Wii U noch nahezu keine Spiele hatte. Man quasi einfach genommen hat, was kommt. Und so war auch ich Hier in diesem drüben. Zeitpunkt. So, dass ich mir gedacht habe, was soll ich denn spielen? Es gibt ja momentan irgendwie nichts für diese Konsole. Und dann kam dieses Spiel raus und ich habe gedacht, ich gebe ihm mal eine Chance. Hallo. Aber ich bin in der Forscherkommission, mein Fachgebiet sind die Grimalüken. Ja, Grimalkünen sind eine der neuen weltheimische Linianer-Art. Ich würde ja gerne ihre Sprache lernen. Aber diese müden alten Knochen können mit diesen rauflustigen kleinen Kerlen leider nicht mehr mithalten. Könntest du mir helfen? Bei meinen knorrigen Knöcheln, wenn du ihnen nachjagen könntest, würden sie in 0, nichts aufspüren. Was meinst du? Du würdest damit einem alten Mann einen großen Gefallen tun. Naja, also auf jeden Fall, Monster Hunter Tri-Ultimate, habe ich gedacht, gibst du dem Spiel mal eine Chance. Und es gab praktischerweise auf der Wii U eine Demo. Ich habe vorher mir nichts zu Monster Hunter angeguckt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was für eine Art Spiel das war. Und ich wollte es einfach nur mal austesten. Das Problem ist, dass so ein Monster Hunter, wenn man keine Ahnung davon hat, sich nie was dazu angeguckt hat, kann so ein bisschen überfordernd sein. Auf Das der war Karte Problem kannst du Nummer einen 1. Zielort für die Spähkäfer festlegen. Ist ja gut. Problem Nummer 2 war. Die Waffe hat, ich glaube, die Demo hat 3 Waffenarten zugelassen. Oder 3 Waffenarten konnte man machen. Ich hatte keine Ahnung von den Waffenarten und wusste dementsprechend nicht, was ich nehmen soll. Auf dem Cover der Demo war das Großschwert abgebildet und standardmäßig war der Cursor auch auf dem Großschwert. Und ich habe mir so gedacht, das Spiel wird ja wissen, was es tut. Es wird mir ja keine Waffe empfehlen, die für einen Einstieg scheiße ist, bei einer Demo. Die wird mir ja wahrscheinlich eine Waffe nehmen, die gerade für Einsteiger praktisch ist. Falsch gedacht. Ich habe also einfach ausgewählt, weil er hatte ja keine Ahnung, was ist und was Vorteile bringt. Also nehme ich einfach das, was das Spiel mir vorschlägt. Und habe meine allererste Monster Hunter-Runde ever, ohne Vorkenntnisse, ohne alles, mit dem Großschwert spielen müssen. Ich gehe also rein in dieses Gebiet. Es war so eine Höhle. Und sehe, okay, die Höhle ist relativ detailarm. Hier sind keine Pflanzen, hier sind keine Steine. Das ist einfach ein großer, leerer Höhlenraum, wo 2 kleine Minimonster drin stehen. Geh da hin, schlag 2 mal auf die 3 drauf, die wehren sich nicht, kippen um. Denk mir so, irgendwie unspektakulär. Geh in den nächsten Raum. Der nächste Raum sieht fast genauso aus wie der erste Raum. Wieder ein Höhlenraum, wieder optisch total unspektakulär. Diesmal steht da nur ein Monster drin. Selbes Monster. Und ich denke mir so, das ist jetzt alles. Geh hin, klopf auch 2 mal auf das Viech drauf, fällt um. So, geh in den nächsten Raum, plötzlich steht ein riesiges Monster, was mich anguckt, anbrüllt und anspringt. Springt mich an, Drittel meines Lebens weg. Denk mir so, okay, interessant. Ich drücke meine Angriffstaste und befinde mich erstmal, wie es beim Großschwert so üblich ist, in so einer 12-Stunden-Animation, bis dein erster Hit durchkommt. Ich denke mir so, okay,
So langsamer geht's jetzt nicht. Das Monster braucht auch so eine halbe Stunde, bis es sich umdreht, war aber immer noch schneller als mein Angriff. Hat mich unterbrochen, ich keinen Damage gemacht, nur noch ein Viertel meines Lebens übrig. Ich befinde mich in einer noch langsameren Aufstehanimation. Das Monster schießt noch irgendwas auf mich und ich bin tot. Und das war mein allererster Kampf gegen irgendein Monster. Ich habe keinen Angriff bekommen. Ich habe verzweifelt alle Tasten gedrückt, die dieser Controller hatte. Und mein Charakter war nur in irgendwelchen Angriffs- oder Aufstehanimationen gefangen. Und ich hatte null Freiheit. Und ich habe in dem Moment gedacht, sorry, aber das Spiel ist mir viel zu träge. Und das ist absolut nicht meins. Und das war meine einzige Erfahrung mit Monster Hunter heutzutage, dass ich, bis heute, das Spiel ist mir zu träge, es macht mir keinen Spaß. Und ich habe mir dann auch nichts mehr dazu angeguckt, kein Gameplay, keine Let's Plays, nichts. Das war wirklich das Einzige, was ich dafür bis heute gesehen hatte. Und ja, die Erfahrung hat sich dann ein bisschen geändert, als ich neulich bei Tiger, als sie mir das kurz mal gestreamt hatte, wie sie Rise gespielt hat, und Rise ist ja gerade mit den ganzen Seilkäfern und so, ein sehr, sehr, sehr schnelles Monster Hunter, wo man sehr, sehr agil ist und sich sehr, sehr schnell durch die Gegend bewegen kann. Da wurde mein komplettes Bild in meinem Kopf, was ich von Monster Hunter hatte, halt komplett auf den Kopf gestellt, weil sie war agil. Und es ging schnell und man konnte sich schnell bewegen und man konnte schnell angreifen. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, ich gebe dem Spiel doch noch eine Chance. Und habe Rise gespielt und jetzt sind wir hier. Und ich habe dann, nachdem ich die ersten 2 Tage Rise gespielt habe, gedacht, ey, du hast doch da auch World auf der PlayStation umsonst. Kannst du die auch mal runterladen und austesten. Und ja, da habe ich nach den ersten, wie gesagt, 3, 4 Missionen festgestellt, Alter, die Atmo ist so geil und das macht so viel Spaß. Und deswegen befinden wir uns jetzt hier und ich spiele plötzlich Monster Hunter. Ein Anjanat entdeckt. Ja, aber bitte ohne mich. Habe ich noch keinen Bock drauf auf einen Anjanat. Aber als ich es gesagt habe, hast du mir nicht geglaubt. Ja, weil ich ja quasi in Anführungszeichen das Gegenteil hatte. Du hast mir ja im Gegensatz zu Tiger das nicht mit der Bildschirmübertragung zeigen können. Ich habe halt gedacht, ja, für Monster Hunter Spieler ist dann wahrscheinlich die ein oder andere Waffenart nicht so dingens, nicht so träge. Aber für mich ist es immer noch träge im Vergleich zu anderen Spielen und nicht so meins. Also mit Efeu und Spinnennetz kannst du ein Netz craften, um solche kleinen Tierchen zu fangen. Kannst du denn noch als Haustier halten? Okay, das hört sich echt nice an. Dieses Spiel hat so viel Inhalt. Guck mal, ich laufe jetzt hier gerade. Ich laber gerade einfach nur und laufe hier jetzt einfach nur durch die Gegend und bin von der Welt so gestunt einfach. Ich liebe es auch, wenn ich gegen das Anjan hat auf jeden Fall noch nicht kämpfen. Ich würde mich sowas von auseinandernehmen. Deswegen um den machen wir einen großen Bogen. Zum Glück haben wir den schon mal entdeckt. Wir können damit auf der Map sehen, wo er denn gerade ist. Dass wir da mal nicht hinlaufen. Aber, wie gerade ein, wir brauchen hier noch eine Lederhaut von euch, ne? Die Energieklinge hat 2 Formen, Schwert und Axt. Sammle Energie in einer Fiole und entfessle sie mit der Axt. Weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Dass sie immer wegrennen! Achso, euch. So, gib mir bitte einen von den Kram. Ja, perfekt. Da haben wir die Lederhaut. So, jetzt brauche ich nur noch eine große Jagras-Lederhaut, aber die werden wir jetzt in dieser Mission, glaube ich, nicht mehr jagen. Einfach weil ich ja weiß, dass wir noch ein anderes Monster jagen werden in dieser Mission. Beziehungsweise, ja, man könnte natürlich vorher auch wieder ins Lager zurück, wie man das eh mit dem Großjagras auch konnte. Aber wir werden das schon in einer Mission machen wollen. So, gehen wir jetzt mal hier lang. 10. Es gibt hier so viel zu erforschen, weil das alles so nice aussieht. Ich glaube, im nächsten Monster Hunter Stream werde ich auch auf dem Fernseher spielen. Werde ich meine Sitzposition ein bisschen anpassen.
dass ich das Spiel auch selber nochmal in 4K im schönen großen Bildschirm sehen kann. Was ist jetzt ein Schildmod? Was über den Sword Mode kommt? Habe ich doch eben gemacht, oder? Also das hier ist ja der Sword Mode. Und das ist ja der Axt Mode, denke ich mal. Sieht ja eher aus wie eine Axt, ne? Kann ich ja so auch wieder zurück. Alter, hab ich ihn. Weiß ich. Drüben. So, bei der Ladungsanzeige. Du meinst, wenn ich... Ja gut, dafür muss ich Ladung haben, ne? Aber wenn ich quasi so und dann Dreieck gedrückt hätte, ne? So quasi. Nur wenn ich Ladung halt hätte und im Shade-Mode schon bin. Ja, genau. Also sobald der Schild rot leuchtet, kann ich das, was ich gerade gedrückt habe, machen. Dann leuchtet auch das Schwert rot. Aber da muss vorher das Schild halt rot leuchten. Dafür muss ich jetzt halt erstmal irgendwas treffen, um das aufzuladen. Habe ich nämlich... Ja, genau. Also... Du musst, wie gesagt, erst das Schild rot machen. Wenn das Schild rot ist, dann kannst du das Schwert rot machen. Und dann machen deine normalen Einhandangriffe auch auf diesen zusätzlichen Schaden. Also, das ist immer den Schild. Ja, wie gesagt, also, sobald du den Schild hast, drückst du Kreis, also R2 und Kreis. Und während er das macht, hältst du Dreieck gedrückt. Dann lädt er quasi genau in diesem, mit diesem Move das Schwert auf. Schild rotiert dann in der Axtform nicht wie in Rise, oder? Ich habe hier in World, glaube ich, Energieschwert noch nicht wirklich gespielt. Ja, ich weiß es nicht, aber in Rise ist das ja auch eine Waffenart. Also in Rise gibt es ja verschiedene Waffenarts. Ich weiß nicht, ob das in World auch gibt. Die schaltet auf jeden Fall erst relativ spät frei. Und ich glaube, du musst die Waffenart halt aktivieren, dass der so rotiert, so wie du kettensägenmäßig. Weil in der normalen Form macht er das in Rise ja auch nicht, dass der rotiert. Ah, keine Waffenart, okay. Dann meine ich, glaube ich, was anderes gerade. Wo geht's? Kann ich da hoch? Sah gerade so aus, als wenn ich da über die Lianen nach oben hätte gehen können. So, ich liebe diesen Dschungel einfach, weil es hier so viel zu entdecken gibt. Hier drüben. Ja, hier drüben ist ja gut. Also wegen Rice, kann die Sidekeeper-Moves ändern? Die Counter-Moves sind so nervig. Man kann später mit diesen Waffenarts andere Seilkämpfe, andere Seilmoves machen, ja? Also ich glaube, es gibt... Also ich bin zumindest bislang so weit, dass ich, glaube ich, 2 oder 3 unterschiedliche Seilkäfer-Moves auswählen kann. Sind ja pro Waffe halt auch komplett unterschiedlich. Beim Dingens, beim Energieschwert sind es halt keine Konter-Moves. Bin ich hier? Bin ich jetzt gerade auf den Baumwipfeln oben drauf? Ich bin doch irgendwie hochgekommen, ne? Der Langschwert endet bei der Waffenart ja nur den Elanangriff und nicht den Seilkämpfer-Move. Ja, du kannst ja später, also du kriegst drei, also du kannst unter 3 Kategorien Waffenarts auswählen. Du hast quasi Waffenart 1, Waffenart 2 und Waffenart 3 und bei allen 3 änderst du halt jeweils einen anderen Move. Aber so weit warst du dann wahrscheinlich noch gar nicht. Beim Energieschwert ändere ich bei der ersten Waffenart halt die Form, die die Klinge in aufgeladenen Zustand hat. Beim zweiten Move ändere ich den Seilkämpfer-Move und beim dritten ändere ich irgendwie noch was anderes, irgendwie einen Auflademove oder so.
Also ich fand den zweiten Seilkämpfer, Seilkäfer-Move fand ich beim Energieschwert auch cooler. Weil der erste ist einfach nur ein besonders großer Block. Also da kann ich halt selbst starke Angriffe ohne Ausdauerverlust blocken. Aber ich block halt relativ selten mit dem Energieschwert. Ich versuche eher auszuweichen und benutze halt... Ja, ich lade es halt eher auf, sagen wir es mal so. So, und jetzt könnte ich hier, wenn ich jetzt so mache und Dreieck gedrückt halte, dann komme ich in das rote Schwert. Und kann hier halt so machen. Eben, und der Seilkäfer-Move, der zweite Seilkäfer-Move vom Energieschwert war dann auch kein Block, sondern war dann... Ist ein gebratenes Steak, um es wiederherzustellen. War dann auch so ein Angriff tatsächlich, wo ich mich dann mit dem Seilkäfer in die Luft schieße und von oben runterstürze. Hilfe. Will ich runterklettern. Deswegen mochte ich da den zweiten Seilkäfer-Move auch deutlich lieber. Ich bin verwirrt, wo bin ich hier? Ich verstehe, dass Seraph vorhin meinte, er hat sich hier im Wald auch verirrt. Hier drüben. Ich find's irgendwie auch cool hier. Hey du. So, hier habe ich die Jagras eben erledigt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da oben, wo ich eben war, dass ich da noch hätte weitergehen können irgendwie. Ah, vielleicht war es auch einfach nur ein Gefühl. Ja, gehen wir mal runter. Wir haben genug oben geguckt. So. Okay, jetzt könntest du kurz Discord schauen. Gar kein Problem. Tiger, der sieht mehr als gut aus. Das ist echt nice geworden. Also, das ist schon viel mehr, als ich gedacht hätte, dass man da erkennen kann im Hintergrund. Das ist wirklich cool. Was ist denn hier? Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Ja, da habe ich einen Lagerplatz entdeckt, aber nicht den, den ich entdecken sollte. Ja, nice. Guck mal. Da haben wir doch schon mal... Kann ich ja weitermachen. Ich hoffe, du hast dich da jetzt nicht zu sehr mit aufgehalten. Das war ja, wie gesagt, nur so eine kleine Zusatzidee gewesen. So. Okay, also ich habe einen Lagerplatz entdeckt, was ich beim vorherigen Spiel nicht entdeckt habe. Aber ich bin jetzt ja auch... Ich habe mich ja vorher bewusst versucht, nicht so intensiv umzuschauen, weil ich es ja hier mache. Müsste eigentlich langsam pennen, muss gegen 37 raus wegen Einkaufen. Oh shit. Also musst du zwingend so früh einkaufen? Also, aber... Oder könntest du potenziell auch später oder willst du einfach so früh einkaufen? Jetzt so 15, 20 Minuten. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie dein Verhältnis so ist. Für mich sind 15, 20 Minuten gar nichts, weil ich brauche für jedes Emote wahrscheinlich so um die Stunde, aber du bist ja erfahrener, du schaffst ja in einer halben Stunde ein ganzes Riesenbild. Also Seraph, ich sag's mal so, wenn ich nicht bei Twitch irgendwas komplett scheiße eingestellt habe, dann sollte das Replay ja auch wie in früher bei mir auf Discord, auf Twitch, auch jederzeit noch verfügbar sein. Das heißt, potenziell, wenn du unbedingt noch sehen willst, was noch passiert, wenn dich das sehr interessieren sollte, hättest du morgen auch die Chance, das jederzeit nachzuschauen. Es sei denn, hier im neuen Streaming-Channel habe ich irgendeine Option vergessen. Von daher, ich will dich jetzt hier nicht aufhalten oder sonst irgendwas, wenn du dafür mit deiner Oma nicht einkaufen gehen kannst.
Also ja. Ich möchte nicht der Grund sein, warum du morgen nicht mit deiner Oma rechtzeitig zum Arzt konntest. Ich habe halt echt keine Ration mit, weil ich, also beziehungsweise keine simple Ration mit, weil ich am Anfang echt vergessen habe, wieder in die Truhe zu gucken. Das muss ich mir angewöhnen. Das musste ich mir am Anfang von Rise auch angewöhnen, weil ich es immer vergessen habe. Und jetzt hier in World auch, weil ich immer, wenn die Mission geladen ist, bin ich einfach immer, ich muss jetzt schauen, was passiert. Und stürme dann drauf los. Wenn der Wecker klingelt, bin ich wach, dann tun die Augen ein bisschen weh. Könntest du dich denn potenziell danach wieder hinlegen? Also, wenn er jetzt nicht so lange unterwegs seid, dann könntest du dich ja sonst danach auch einfach wieder hinlegen, oder? Ach so, das war unser Ziel. Okay. Ich habe aus Versehen unser Ziel gefunden. Cool. Kuluyaku! Ich liebe Kuluyaku! Nun, wenn wir diesen Störenfried nicht loswerden, hält das Lager keine Nacht lang. Ah ja. So, sehr schön. Das ist der Lagerplatz, den wir eigentlich entdecken sollten. Und einen wunderschönen guten Tag, Seuken. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, sag gern Bescheid. Willkommen. Wie geht's dir? Alles fit? Was treibt dich so spät in der Nacht noch hierher? Auch die Hitze und die Schlaflosigkeit, oder ist das der normale Schlafrhythmus? Ein Spähkäfer könnte dich zu Monstern, Grimal, kühnen und sammelbaren Objekten führen. Drücke die Touchpad-Taste, um die Gebietskarte zu öffnen, wähle dann mit dem Cursor das gewünschte Ziel aus und drücke die R3-Taste, um es zu markieren. Danach übernehmen deine Spähkäfer den Rest. Auf Expeditionen wird dir jetzt Leitfunktion deiner Spähkäfer nicht einfach durch das Sammeln von Monsterspuren aktiviert, benutze dazu Kartenmarkierungen. Okay. Also. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Wir öffnen die Map. Gehen auf Uluyaku und drücken R3. Um von einer Expedition zur Basis zurückzukehren, öffne die alles gut wegen meinem Namen und kann nicht schlafen. Okay, sehr schön. Also nicht schön, dass du nicht schlafen kannst, aber zumindest habe ich den Namen nicht noch versaut. Dann hast du nicht zwei schlechte Nachrichten heute. Falls du Pro-Gameplay erwartest, muss ich dich leider täuschen. Das ist mein allererster richtiger Run in Monster Hunter World. Ich habe das letzte Woche einmal ausgetestet und bin so bis zur 6. Mission oder so gekommen. Dementsprechend bin ich Monster Hunter Worlds Neuling. Rise habe ich durchgespielt, aber Worlds, also fast durchgespielt. Ich bin irgendwie auf Jägerrang 39, glaube ich, gerade. Hi. Aber ja, ich spiele auf PS4, weil ich eine PS5 habe, also beziehungsweise deswegen spiele ich auf PS5. Und ich habe dementsprechend habe ich es ja außer komplett umsonst in PlayStation Plus mit drin. Deswegen war das meine Wahl. Kann man da mitmachen? Man kann auf jeden Fall mitmachen. Ich werde nur die ersten, also das erste Mal, wenn ich eine Mission mache, spiele ich es erstmal allein, weil es mir tatsächlich, ich versuche so einen Dingens-Run zu machen, also so einen atmosphärischen Run, für die Atmosphäre ein bisschen aufsaugen. Das heißt, wenn ich die Monster jetzt das erste Mal erlege und so eine Mission das allererste Mal mache, werde ich wahrscheinlich die erstmal solo legen. Aber sobald es dazu kommt, irgendwie was farmen zu wollen, und ich möchte relativ viel farmen, dann können da auf jeden Fall gerne Leute mitmachen. Also das war so die Idee, die ich jetzt hatte aktuell. Vielleicht ändert sich das auch noch im Laufe des Spiels, dass ich irgendwann denke, okay, jetzt können wir auch mal ein bisschen direkt die Mission mit mehreren Leuten machen. Aber aktuell versuche ich wirklich sehr langsam und sehr storymäßig zu spielen. Weil, ja, also ich bin auf jeden Fall bislang extrem fasziniert von der Atmosphäre und von der Dichte, die so das Spiel bislang bietet. Und ja, wie gesagt, da möchte ich mir halt so ein bisschen die Atmo gönnen mit den Kreaturen halt auch. Hey, Boy.
Man kann auch direkt flüchten, ja? Dann lass uns halt gar nicht kämpfen. Also ja, auf jeden Fall, das wird nicht der einzige Stream werden. Das kann ich auf jeden Fall sagen und dementsprechend, ich weiß nicht, ob wir heute schon viel farmen wollen werden, weil so extrem lange werde ich nicht mehr spielen. Aber danach auf jeden Fall, also in den zukünftigen Streams und vielleicht auch noch heute, wie gesagt, je nachdem, wie weit wir kommen. Ich habe schon Bock, eigentlich noch die Großjagras-Lederhaut dazu bekommen. Das heißt, den Großjagras werde ich gleich noch ein zweites Mal machen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir dann spätestens im nächsten Stream auf jeden Fall schön farmen werden. Oder auch eben off-stream. Also ich werde auch im Discord definitiv schreiben, wenn ich Bock habe, ein bisschen off-stream zu farmen. Und da können sich dann auch Leute gerne melden, damit wir zusammen ein bisschen was farmen wollen. Und natürlich auch vielen, vielen Dank für den Follow. Er kann trotzdem in deine Lobby. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich das heute noch lohnt. Also vielleicht mache ich den Jagras gleich noch. Wenn wir den machen, dann kannst du auf jeden Fall mit rein. Ich glaube nicht, dass wir heute großen Konkurrenzkampf drum haben, wer in die Lobby geht und wer nicht. Ich glaube, so viele sind wir heute nicht. Vor allem nicht mehr um die Uhrzeit. Dementsprechend, wenn ich mich gleich noch dazu entscheiden sollte, den Großjagras zu machen, dann kann auf jeden Fall jeder mitmachen, der Bock hat. Also den Großjagras habe ich jetzt schon einmal gemacht. Das heißt, wenn ich den jetzt nochmal machen will, kannst du auf jeden Fall noch mit rein. Sollte ich mich dazu entscheiden, den Großjagras lieber morgen zu machen und die Story jetzt erstmal weiterzuspielen, dann sage ich auf jeden Fall morgen im Discord Bescheid. Wenn ich das mache. Und apropos Großjagras. Hey, Buddy! Eigentlich wollte ich noch nicht. Aber cool, dass du da bist. Wir haben gerade über dich geredet. Ach ja, komm, weißt du was? Warum nicht mit zwei Monstern gleichzeitig kämpfen, wenn ich schon keine erste Hilfe mitgenommen habe am Anfang? Wollen wir hier Hard Mode machen, ne? Ja, genau. Also beim Gear hätte ich dann auch gleich nochmal Bescheid gesagt, wenn wir das heute noch machen. Gear bitte ein bisschen anpassen. Du musst jetzt nicht absolutes Anfänger-Gear machen, aber nimmt ja schon gerade bei mir im ersten Playthrough so ein bisschen Atmo raus. Wenn direkt im ersten Playthrough beim Farmen wir so ein Monster direkt zuschotten. Wenn wir irgendein Monster später im Spielverlauf halt so 200, 300 Mal farmen oder so, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass wir irgendwann halt zu einem Punkt kommen, wo ich sage, ey, ihr könnt jetzt auch euer Gear nehmen, wie ihr wollt. Aber jetzt so im ersten Playthrough, für mich zumindest, da sollten auch die Farm-Sachen zumindest noch einigermaßen ausgeglichen sein, so wie sie sein sollten. Deswegen nehme ich auch extra nicht die Verteidigerbäume von den Waffen und ich nehme auch extra nicht die diese OP-Rüstung, die man am Anfang geschenkt bekommen hat. Diese scheiß Fliege an mir rumklettern, heißt das? Das nehme ich alles extra nicht, weil ich, wie gesagt, das Spiel so spielen möchte, wie es eigentlich damals zum Release auch gedacht war und nicht, weil es mit irgendwelchen Patches rushbarer gemacht wurde, damit man schnell zum DLC kommt, was ich eh nicht besitze, stand jetzt. Könnte aber problematisch bei mir sein, ich habe nur mein Endgame-Gear, dann muss ich mir ein neues machen. Ja gut, ich meine, wenn du den Großjagras aktuell eh one-shottest mit einer aktuellen Waffe, wie du gerade eben gesagt hast, dann kannst du auch schnell einfach mal einen Großjagras dreimal one-shotten und dann hast du die Großjagras-Equipment-Sache. Also. Und Firewolf, vielen, vielen Dank für den Raid. Wir haben leider eingestellt, dass Raids bei uns ein Alert erst ab zwei Leuten bekommen, aber trotzdem vielen Dank, ich sehe es ja. Ich habe da nämlich beziehungsweise die haben da in der Vergangenheit leider eine negative Erfahrung gehabt, dass das von einigen Leuten leider gespammt wurde. Trotzdem ist der Raid natürlich genauso viel wert und deswegen vielen, vielen Dank. Ich habe genug Matze mit einer Rüstung und eine Waffe so zu schmieden. Ja gut, dann ist ja sowieso kein Problem.
So, hier müsste doch jetzt genau unser Buddy sein. Da wir eine Expedition machen, ich sollte vielleicht mal meine Waffe schärfen, wäre vielleicht meine Idee. Da wir jetzt hier eine Expedition machen, müsste die Mission ja nicht direkt vorbei sein, sobald der da stirbt, oder? Das heißt, ich müsste hier den Großjagras jetzt noch machen können. Wenn er jetzt meine Lederhaut nicht gibt, dann machen wir das vielleicht nochmal zusammen. Aber wenn er mir jetzt schon hier über so einfach mal über den Weg gelaufen ist, dann why not? Hallo, was tust du da? Hier bin ich! Werde dann eh mal so eine neue Waffe testen. Bowgun. Oh, Bowgun, interessant. Gibt's Heavy und Light Bowgun, oder? So, Fernkampf habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich meine, Tiger hat halt Bogen gespielt die ganze Zeit. Aber Bogen ist ja eher so mittlere Distanz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, Bowguns sind ja nochmal richtige Fernkampfdinger. Was meinst du mit Poste? Wenn das ein Fachbegriff ist, dann kenne ich das vielleicht nicht. Wie gesagt, es ist mein erster Playthrough von Dingens. Kann durchaus sein, dass ich Fachbegriffe nicht kenne. Ach, das Höchste meinst du? Ich verstehe. Das Höchste. Ich kenne mich halt, ich weiß halt nicht, was kommt, ne? Also ich meine, du siehst ja mein Equipment. Ich habe die allererste Knochenwaffe und ich habe die noch nicht mal vollständig die allererste Rüstung, die man bekommen kann von den Viechern, von den kleinen Jagras, die hier rumrennen. Also im Idealfall jetzt nicht irgendwie Monster, die es, also irgendwelche Rüstungen, die irgendwie jetzt, keine Ahnung, dreimal so stark sind oder so. Ich weiß, ich habe tatsächlich keine Ahnung, was für Waffenlevel oder so die haben, muss ich zugeben. Ich denke mal, ihr könnt das besser einschätzen als ich. Halt am besten so, dass es halt nicht, dass die Monster halt nicht nach zwei Hits umfallen und man selber unverwundbar ist. Ich meine, das wird mir wahrscheinlich so oder so selten sein, aber ja. Ich lasse mir hier ja auch besonders viel Zeit. Ich meine, ich bin, glaube ich, jetzt hier gleich eine Dreiviertelstunde in der Mission, diesen Kuluyaku zu jagen und habe stattdessen irgendwie einen anderen Lagerplatz gefunden, den ich noch gar nicht finden sollte. Und habe jetzt den großen Jagras noch mittlerweile nebenbei einfach auch noch eine rübergehauen. Ja. Ich spiele das, wie gesagt, momentan ganz entspannt und ganz gechillt. So, hallo Kulu. Okay. Habe ich vergessen, dass du dich herguckst. Hätte ich drüber nachdenken können. Habe ich nicht. Doof gelaufen. Aufgegangen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Das war doch vorher zu, oder nicht? Vielleicht bin ich doof. Ich
Tera aus, damit wir nach Hause können. Gib breakable walls. Okay, nice. So, dann nehmen wir den Kuluyakuma auseinander und wenn wir jetzt schon beim Großjagras so viel draufgeprügelt haben, können wir da ja auch nochmal schnell hinterher, ne? So einfach nur, weil wir es können. Ich glaube, die Kuluyaku-Spur haben wir eh genug verfolgt. Ich glaube, dieses Kritze-Zeug hatten wir auch soweit fertig, dass ich das erstmal wieder angucken müsste. Dann sollten wir ja dadurch, dass wir den Großjagras... Deine Position an und wohin dich die Speerkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. Ey, dass wir den Großjagras jetzt schon gesehen haben, können wir den markieren. Und hinterher. Systemnachricht, Großjagras hat das Gebiet verlassen. Ach so, das stimmt, das kann ja passieren, ich erinnere mich. Ja, das wäre jetzt doof, ne? Vielleicht hätte ich erst in die Großjagras machen sollen. Und dann das Questmonster, was das Gebiet eh nicht verlassen wird. Es wäre wahrscheinlich die cleverere Wahl gewesen. Ja gut, wenn er abhaut, dann haut er halt ab. Haben wir ein bisschen Spaß mit ihm gehabt. Wenn er der Spaßverderber sein möchte, dann bitte. Hey Buddy, hast dich wieder vollgefressen? Haben wir nicht da vorhin drüber gesprochen, dass man kauen soll beim Essen? Nicht immer so runterschlingen, mein Freund. Anja-Naht entdeckt, das ist unpraktisch. Das ist doof jetzt. Das ist jetzt ganz doof. Kannst du bitte einfach weitergehen, Kumpel? Nee, lass den da oben mal in Ruhe. Nee. Bleib du mal da oben jetzt. Wir hatten doch hier gerade so eine schöne kleine Unterhaltung. Jetzt im Kurz. Ja, ich muss dem ja auch ein bisschen eine Lektion erteilen, ne? Also. Ich meine. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, nicht so schlingen. Und der schlingt schon wieder. Wenn der jetzt kotzen muss, das ist ja auch ein bisschen selber schuld, ne? Ganz kurz weg und schärfen wir meine Waffe, ja? Gleich wieder da bei dir. Und wo bist du hin? Bist du schon wieder am Abhauen? Was ist denn dein Problem, Kumpel? Ich will auch Monster, die von Kampfgruppe gezogen werden. Ja, aber das hat er ja die ganze Zeit jetzt nicht gemacht. Muss er jetzt auch nicht mit anfangen. Du legst dich schlafen. Das ist aber nett von dir. Warte kurz. Leute, lasst mich in Ruhe. Ich will gerade euren Papa treffen. So. Sehr schön. Lasst mich den jetzt plündern. Pfui, aus. Pfui. Mähne brauche ich nicht. Pfui, Leute. Schuppe will ich auch nicht. Ah, okay, dann haben wir halt keine Lederhaut. Dann werde ich den nochmal machen müssen. Wie gesagt, ich entscheide nachher spontan, je nachdem, wie weit wir noch kommen. Ob ich den heute nochmal mit euch zusammen mache oder morgen dann mit euch zusammen. Wird bestimmt auch andere Monster geben, wo wir eine Waffe oder einen... eine Rüstung oder so draus machen können, die ich jetzt erstmal interessant finde.
keine Chance. Beeil dich, bevor man dich wieder bemerkt. Damit ist die Mission abgeschlossen. Wir können die Karte nutzen, um zurückzukehren, sobald du soweit bist. Wähle das Lager auf der Gebietskarte aus, um schnell dorthin zurückzugelangen. Ich weiß nicht, wie das in World ist, aber in Rise war es so, wenn ein Monster schläft, macht der erste Treffer doppelten Schaden. Genau aus dem Grund habe ich mich hier gerade vorbereitet und extra den stärksten Hieb, den ich unaufgeladen machen kann, draufgeballert und extra auf den Kopf. Weil ich gedacht habe, dass es hier sicherlich genauso sein wird. Muss nicht sein, aber das war so mein Gedanke. Guck mal, hier sind die ganzen... Oh, ich hab... Ach stimmt, weil wir eine Expedition gemacht haben, hatten wir da gar nichts in der Truhe. Das ergibt natürlich Sinn. Aber deswegen habe ich halt extra die Waffe vorher gezogen, bin vorher extra in Zweihand gewechselt und habe extra den stärksten Schlachter auf den Kopf gemacht. So, Prachtfederschnabel, Klaue, Lederhaut, leider vom Falschen. Oh, guck mal, wir haben eine große Jägerslederhaut bekommen. Haben wir doch gekriegt. Toll. Okay. Dann halt so. Dann können wir die Waffe ja doch schon mal machen. Ich habe sogar eine Anja Nahts Stufe 1 bekommen. Weil der uns die ganze Zeit aus Versehen über den Weg gelaufen ist. Hab sie auch nur für den Chat geschrieben. Alles gut, Sheriff. Ich hab sie. Ausgezeichnet. Ich hab ja auch nicht gesagt, dass es schlimm ist, dass du es erzählt hast. Freut mich ja auch, wenn du Informationen droppst. Danke, dass du den Lagerplatz gesichert hast. Wir haben das Lager schon mal aufgebaut. Fühl dich wie zu Hause. Nun, da ich weiß, was in dir steckt, Fünfer... Ich denke mich, was will die mit Fünfer? Soll ich die bezahlen jetzt oder was? Aber weil wir Expeditionsgruppe 5 sind, kann ich dich hoffentlich öfter dazu überreden, Aufträge von mir anzunehmen. So, wir haben ja das andere Lager auch entdeckt. Was sind die Quests? Da ist er, da. Eine große Hilfe. Die Herstellung gehört fest. Ah, guck mal, wir können jetzt. Warte, hä? Die Herstellung mischt etwas Honig mit. Achso, ich muss jetzt Megatrank herstellen und dafür habe ich das abgeschlossen, oder was? Das ist jetzt nicht so kompliziert, ne? Guck mal, ich hab's abgeschlossen. Dankeschön, Dankeschön. So, sichere den Lagerplatz. Ein neuer befristeter Beutezug ist verfügbar. Feldforschungsevent, Gutachten, Fischweibern erjagen. Läuft in 38 Minuten ab. Ich möchte jetzt eine Fischweibern herbekommen. Keine Ahnung, was das ist. Erjage ein Großjagras. Erjage ein Großjagras. Erjage ein Großjagras. Einmal ohnmächtig geworden. Ich da jetzt 25.000 mal Großjagras erjagen, oder was? Hä? Verstehe ich das nicht? Juratudos zum Beispiel. Ja, aber da bin ich ja in 38 Minuten niemals. Bis bei Juratudos. Das ist ja eine vollkommen beschissene Quest jetzt gerade. Aber ich habe doch noch ein zweites Lager entdeckt. Warum kann ich das denn nicht aufbauen? Also ich möchte gern Honig farmen. Ich möchte Pilze farmen. Ich glaube, ich kann eh alle annehmen, ne? Ah, ne, fast alle. 5 Insekten. Ja, ne. Oh, doch, ich kann doch alle annehmen. Na dann. Das ist eine nur zum Farmen sogenannte Forschungsmission. Ja, genau. Also, das war wie die Nebenmission in Rise. Aber diese kritischen Dinger, die waren doch. Lager wurden mir doch vorhin erklärt. Und ich habe doch zwei Lager gefunden, gerade eben in der Mission. Oder meinst du, diese Missionen hier sind die optionalen? Ja, okay, aber ich meine, wenn ich jeden Großjagers jage, mache ich die ja wahrscheinlich automatisch mit. Ah, hier, guck mal. Die Anfragen, die du von Forschern annimmst, schließt du ab, indem du die hergenommen. Das heißt, die brauchen da zwei Eisenerze und einen alten Knochen. Ja, die habe ich doch. Dann haben wir das Lager auch. Und eine große Hilfe. Da wollen die den Megatrank haben. Den habe ich auch. Wunderbar. Okay. Das waren also Lieferungen. Wundert mich ja, dass hier das Lager als kritische Beute zur Quest war. Und das andere Lager eine Lieferung.
So, da wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen. Egal. Sprechen wir erstmal mit dem Obber hier, dass wir unsere Forschungen für die Viecher weiterhin. Wir haben Anjanat, Großjagras und Kuruyaku. Unsere Forschungsstufe erhöht. Kann ich jetzt bei dem Großjagras beispielsweise im Monsterlexikon Stufe 3 sehen, was der für Objekte droppt? Was war denn das? Notizen. Warte, wo war denn das? Oder muss ich das bei dem gucken? Ich glaube, ich muss das bei ihm gucken, ne? Da, Monsterlexikon. Lexikon der großen Monster. Großjagras, da Belohnungen. Wunderbar. Die Großjagras-Klaue ist ein Fundstück. Die Mähne kriege ich, wenn ich den Kopf gebrochen habe. Habe ich deswegen eben zweimal Mähne bekommen? Ne, Mähne habe ich eben zweimal durch die Zerlegung gekriegt. Weil ich den Torso gebrochen habe, kriege ich die Jägerhaut. Und wenn ich die Vorderbeine gebrochen habe, kriege ich auch die Klaue. Okay. Weil ich habe ja eben quasi keine Mission gehabt. Dementsprechend werde ich die Lederhaut wahrscheinlich bekommen haben, weil ich den Torso gebrochen habe, richtig? Weil bei der Zerlegung habe ich ja nur zweimal Mähne und einmal Klaue gekriegt. Richtig, okay, ja wunderbar. Dann habe ich, ohne das Lexikon voll zu haben, die richtige Sache kaputt gemacht, weil ich einfach draufgeballert habe mit meinem Energieschwert. Immer draufballern scheint die richtige Lösung zu sein. Komme ich dahin, wo ich hin will? Da oben ist das. Deswegen immer am besten alles brechen. Ja, oder einfach genug Forschung wissen, um zu wissen, was man brechen muss. Ach, das hier oben war das, okay. Du willst was von mir, Fünfer Bro. Hey, wie bitte? Du hast mich murmeln gehört? Ja, der Koch hat mich gebeten, für ihn Zutaten zu besorgen. Aber ich muss doch so viel essen. Wow, meinst du das ernst? Du ziehst los, besorg sie für mich. Pilze. Eine Mosswein-Mooshaut. Ich glaube, wir haben noch keinen Mosswein gefunden, oder? Das hört sich an wie ein moosbewachsenes Trüffelschwein. Verstehe dich immer noch nicht mit deinem Kochen, deswegen ignoriere ich dich auch weiterhin, ja? Okay. Ich werde einfach nichts essen, bis ich das verstanden habe mit der Kantine. Und das wird wahrscheinlich nicht passieren. So, schmieden wir mal was Neues. Also ich weiß ja, was es bedeutet, aber ich weiß einfach nicht, was sinnvoll wäre. So, deswegen lasse ich es einfach. Waffen, Energieklinge, gib mir die besseren Knochenjäger. Nein, jetzt habe ich eine hergestellt, ne? Ich möchte eine verbessern. So. Ja, vielleicht. Ich meine, wenn ich irgendwie die anderen Energieschwerter bekommen möchte, dann muss ich mir ja eh nochmal ein neues bauen, ne? So. Also zum Großjagras können wir kommen. Und das erhöht unseren Angriff einfach nochmal spürbar um weitere 36. Und vor allem kriegen wir auch deutlich mehr Schärfe dazu. Am Anfang nichts bekommen, später bessere Gerichte und mehr Zutaten durch Quests. Okay. Im nächsten Großjagras brauche ich Klauen und Sachen, die ich noch gar nicht habe. Was nicht beim Biologen? Dann hat er aber noch kein Ausrufezeichen gehabt, oder? Ich bin eigentlich bislang immer zu allem gegangen, was ein Ausrufezeichen hatte. Hast du dich schon daran gewöhnt, wie die Dinge hier laufen? Wenn du unterwegs Probleme bekommst, halte dich nicht zurück und schieß an Notleuchtzeichen. Ah, okay. Ja, nee, freu dich. Wo ist denn der Biologe? Wohin hatte die 1? Das hier sieht biologisch aus. Ist das hier der Biologe? Eine Botanikerin, damit der kann ich nicht reden. Ach, das ist der Biologe. Okay. Ja, mit dem habe ich vorhin geredet, aber ich hatte nicht verstanden, dass ich nochmal mit dem reden soll.
Weil er hat doch einfach nur gesagt, ich soll Monster fangen, weil ich dann mehr Belohnung bekomme. Botaniker meinte ich, aber der ist nicht da. Okay. Dann kommt er vielleicht noch, weil ich meine, hier war noch nichts. Das Ausrufezeichen, was vorhin war, war glaube ich nur hier so ein Event-Lady. Die stand hier. Die hat ein Ausrufezeichen und die habe ich bewusst ignoriert, weil ich gesagt habe, Events möchte ich halt nicht machen. Weil ich Angst habe, dass ich dann halt Gear bekomme, was noch nicht für meine Stufe gemacht ist. Also Events möchte ich erst später machen. Hast du gut gemacht. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Puke-Puke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Puke-Puke zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Viel Glück und sei vorsichtig. Ein dringender Auftrag für die Fünfte. Partner, du solltest besser mal bei mir vorbeischauen. Ja, ist hey, ja okay. So. Puke-Puke und Kuluyaku gibt es ja auch beide in Rise. Und das ist ja der Grund, weshalb ich gemerkt habe, dass mich World so viel mehr zu den Monstern bindet. Ich habe halt, nachdem ich Kuluyaku und Puke-Puke in diesem Spiel besiegt habe, erst danach bin ich auf die beiden in Rise gestoßen. Und ich habe mit beide sofort mehr gefeiert als jedes andere Monster, dem ich in Rise begegnet bin. Und das hat mir persönlich halt gezeigt, dass diese Art und Weise, wie man mit Monstern in diesem Spiel umgeht, für mich persönlich zumindest die coolere ist. Und deswegen bin ich halt gespannt, wenn ich hier weitere Monster kennenlerne, ob ich die genauso ins, in Anführungszeichen, Herz schließe und halt eine Bindung zu denen aufbaue. Und dann vielleicht im Nachhinein, wenn ich sie aus Rise jetzt schon kenne, nochmal viel lieber kennen oder viel lieber lieben werde oder mögen werde als vorher. Bin ich echt gespannt. Okay, es gibt auch ein Kudu-Set. Das Kudu-Set hat 4 Ausrüstungen mehr, dafür eine Wasserschwäche. Alles andere ist okay. Was hast du für Dinger? Feuerwiderstand. Das hört sich erstmal ganz gut an. Element Bidoof, vielen, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Was treibt dich um die Uhrzeit noch hierher? Auch die Wärme oder ist es der normale Schlafrhythmus? Willkommen! Ausdauererholung. Erhöht die Ausdauer um 10%, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Transportieren von und reduzieren von Landen. Ah, okay. Objekteffektdauer plus 10%. Schönes Gesicht, Leute. Ja, den hatten wir halt vorhin unter die Cam geschoben. Ist jetzt natürlich nicht mehr passend, wenn ich die Cam nach unten geschoben habe. ich schieb den Alert mal. Packe ich den jetzt hin? Ich packe den jetzt dahin, wo die Cam vorher war. So. Er ist ja nicht immer da. Und die Affinität plus 5%. Ich meine, wird wahrscheinlich besser als unsere jetzige Rüstung, aber dafür brauchen wir noch mehr Lederhaut und Schuppen und dafür muss ich wahrscheinlich wieder was brechen. Also Kuluyaku, genauso wie Großjaga, hab ich den Namen schon wieder vergessen. Siehst du, kaum kenne ich ein Monster nicht aus Rise, schon weiß ich den Namen nicht mehr. Jagra war das, ne? Großjagra. Den Nerd kannst du einfach verschieben? Natürlich kann ich den einfach verschieben. Hier, wenn ich den Element Bidoof noch einmal die Ehre gebe, seinen Alert noch einmal zu wiederholen. Dann habe ich das Falsche verschoben, es tut mir leid. So, jetzt, da. Dann ist der Alert jetzt da oben. Ja, ich hatte es verschoben, ich habe aber vergessen, dass ich gerade den Studio-Modus anhabe. Das heißt, ich muss die Verschiebung, die ich bei mir gemacht habe, erst nochmal mit einem zusätzlichen Knopf bestätigen, dass ihr den auch im Stream seht.
Also ich kann mit dem auch hinter dem Tresen reden. Deswegen hat er die ganze Zeit dieses Ausrufezeichen über dem Kopf, was nicht verschwunden ist. Spielzeitsatz beurteilten bald. Okay. Das erklärt, warum das nicht weggegangen ist. Ich dachte, das hat wieder irgendwas mit der Küche zu tun, die ich nicht verstehe. Hey, Partner. In Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass wir auf Poké-Poké-Jagd gehen. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlacke vom Zora Magdaros stammt. Ist mir ehrlich, von welchem Monster könnten sie denn sonst stammen? Ich bin zwar kein Gelehrter, aber glühendes Lavagestein, hallo? Vor allem glühendes Lavagestein im Wald, das ist bislang nicht brennt, finde ich eher interessanter, auch wenn es da ein bisschen feuchter ist, aber da ist glühendes Lavagestein. Neue Quest bekannt machen. Ja, eröffnen. Okay-Jagd. Damit sind wir schon auf Stufe 3 und das geht hier halt wirklich deutlich schneller. Aber Poké Poké ist da oben, ne? Das heißt, das nordöstliche Lager wäre am sinnvollsten. Es glüht halt, was bedeutet. Ja, weil Glühen ja immer so viel kälter ist und kein Feuer erzeugt. So.